Philipp, was denkst du, der typische Hobbyfahrerfehler da draußen? Linie ist A und O, ja. was passen muss. Und da ist mein Ding eigentlich beim Hobbyfahrer, der muss seinen Fokus immer auf den Ausgang legen, weil dann fährst du am sichersten, sage ich mal. Und was da mit dem Superbike, was ich gemerkt habe, da extrem wichtig ist, ist einfach nur der Kurvenausgang. Das ist der einzige Teil, wo man mit einem Superbike Zeit macht. Man fährt da so schnell in der Wand rein, weil einfach dann geht nichts mehr. Das Motorrad geht einfach nur so und so schnell am Kurven. Das war's. Bei der TT klingt das immer dann so spektakulär, aber es hat einfach den Grund, weil da so extrem viele Schläge sind, gell, dass das Bike permanent, das Vorderrad permanent in der Luft ist und auch Sprünge mit 208, 290 km/h. Und wenn da dann die Elektronik permanent eingreifen würde, macht sie die tatsächlich langsamer. Als okay. Das ist in Wahrheit der einzige Grund. Ja. Aber ich fahre so auf der Rennstrecke eigentlich auch mit quasi oder sehr weniger. Sehr wenig Elektronik. Ja. Das bringt mich zum nächsten und letzten Thema. Das passt, das ist ein guter Übergang. Und zwar, wie arbeiten Profis, um schneller zu werden? Ihr habt es ja meistens in so einem offiziellen Event, ob das ist IDM oder auch Supersport-WM oder so, habt ihr nicht viel Trainingszeit. Ne? Da sind ja 1, 2, 3 Free Practice quasi. Und dann geht es ins Qualifying und ihr habt nicht lange Zeit. Und jetzt würde mich mal einfach aus eurer Sicht interessieren, wie geht es denn daran, wenn ihr in der ersten Free Practice eine gewisse Zeit habt, mit der ihr vielleicht unzufrieden seid? Wie wird man denn schneller? Also ich glaube, es gibt auch wieder viele verschiedene Fahrer, tasten sich anders roh. Ich bin eigentlich eher so einer, ich versuche relativ schnell anzufangen, weil dann spiele ich gleich mal relativ schnell viel. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich fahre gleich mal richtig über den Häfen und wenn es mich schmeißt, dann schmeißt es mich. Ich versuche natürlich nicht, dass es mich schmeißt, weil dann geht das ganze Gefühl gleich verloren. Aber ich versuche, dass ich viel Gefühl aufbaue. Mhm. Und dann muss man schauen, dann ist viel Daten schauen ein wenig vom Jahr davor. Was gibt es da ein wenig zum Vergleichen? Gibt es eine Kurve, wo man extrem langsam ist? Gibt es einen Sektor, wo man viel verliert? Und dann ist es eigentlich so ein wenig so ein Rantasten, aber eigentlich sind wir im ersten freien Training schon relativ zügig unterwegs. Mhm. Also die Steigerung, sage ich mal, bis zum Ende vom Wochenende ist vielleicht 1,5 Sekunden maximal, sage ich mal. Das ist eigentlich ja gar nicht viel, weil beim Hobbyfahrer spielt sich das vielleicht innerhalb von 5-6 Sekunden ab. Mhm. Aber bei mir müssen halt gleich von Anfang an da sein, weil wir das Motorrad abstimmen müssen und da muss es schnell sein. Mhm. Irgendwelche Einwände? Nein, absolut nicht. Also ich glaube sogar die besten Fahrer sind auch mitunter die, wo am schnellsten auf Zeit kommen, weil dann haben sie am meisten vom Wochenende. Mhm. Und du sagst, die Zeit, wo du auf der Strecke bist, ist total limitiert. Und wenn du erst nach 2 oder 3 Trainings sagst, das gefällt mir gar nicht beim Bremsen, weil dann bist du erst voll am Limit beim Bremsen, dann, wenn du das schon nach 10 Runden gemerkt hättest, dann warst du einfach schon weiter in der Abstimmung. Mhm. Und ja, also was ich auch ganz gerne mache, ist, wie der Philipp gesagt hat, Daten schauen vom Vorjahr, wenn man halt welche hat, wenn man in der Klasse schon gefahren ist. Sonst ist es oft schwierig, weil man einfach gleich mal wieder sägt und ich schreibe mir schon immer wieder mal was auf vom Jahr vorher, aber man kommt dann vielleicht sogar selber wieder drauf, wenn man sich selber da seine Daten sägt und sagt, ah ja, ich habe das ja mal so oder so gemacht, warum war das so? Irgendwie kommt man dann schon drauf. Das hilft viel, finde ich. Da kommt man einfach schneller vorwärts. Wie ist es bei dir, Jona? Ja, kann eigentlich nur anschließen. Ich wollte auch gerade sagen, wahrscheinlich so ähnlich, der Profi macht es wahrscheinlich schon besser. Ich bezeichne mich jetzt selbst nicht als Profi, aber eben wenn man, so wie der Luca gerade sagt, du kommst auf die Rennstrecken hin, dann hast du schon mal Erfahrungswerte, die zum Beispiel Hobbyfahrer gar nicht mitschreibt vom letzten Mal. Weil es ja wurscht ist. Im Idealfall, ich schreibe mir die Basics alles mit, von Übersetzung, ganze Fahrwerkssetting, dass ich ein Basic habe, wenn ich das nächste Mal hinkomme. Ich kenne es auch von anderen Fahrern, die schreiben sich wirklich jede Kurve nur Details auf, was er da als Bremsmarker nimmt und damit er vielleicht, wenn er das nächste Mal hinkommt, den Zettel liest und gleich wieder schnellstmöglich anfangen kann. Ne? Und wie die beiden gesagt haben, ich kenne es jetzt nicht so extrem wie die beiden, aber wenn wir IDM oder irgendeinen Gaststadt machen, man hat begrenzte Zeit. Und dann muss ich wirklich, wie er gesagt hat, du musst sofort auf einer guten Basic sein, du hast nicht viel Zeit zum Weiterentwickeln, ne, dass du übers Wochenende schnell bist. Ne? Und wer da in Wahrheit die beste Arbeit macht, steht meistens dann ganz vorne. Ja. Wie ist es dann so, Philipp, wenn du jetzt dann sagst, okay, ich habe jetzt da eine Stelle, meinetwegen, da passt mir, also weil ich gleich am Anfang versuche, am Limit zu fahren, und ich habe jetzt da eine Stelle in der Strecke, eine Kurve oder eine Passage, da passt mir das Fahrverhalten nicht. Was wird dann gemacht, was wird dann geändert? Eigentlich ist es so, dann sprichst du mit deinem Techniker und sagst, ja, da
kann ich die Linie nicht halten. Mhm. Dann bespricht meine Techniker oder so mit unserem Fahrwerksmann und die haben Erfahrungswerte, speziell mit unserer Kawasaki, ist halt einfach schon älter und mit dem Fahrwerk kennen sie sich aus und dann überlegen sie sich, okay, das machen wir und das muss ja innerhalb von ein paar Minuten passieren, ja, weil ich muss wieder raus. Und dann machen sie was und dann probiere ich das. Und dann sage ich einer, das war gut, das war schlecht, das war unverändert. Mhm. Und da muss halt auch das Feedback ganz genau klar sein, weil du kannst nicht alles von der Rundenzeit abhängig machen. Mhm. Wenn du jetzt langsamer fährst und sagst, das Motorrad hat sich super angefühlt, dann ist das auch nichts. Ja, schwierig zum beurteilen, ob das jetzt der Wahrheit entspricht. Ne? Aber Rennfahrer versucht halt auch irgendwo von der Strecke her ein Feedback zu kriegen. Weil es gibt oft einfach Kurven wie in Most zum Beispiel. Die erste Schikane ist ein Acker. Mhm. Und da gibt es halt nur eine Linie da durch und da musst du halt schauen, dass du die ziemlich gut triffst. Und wenn du da dann einfach schon 10 Runden gefahren bist, dann kannst du sagen, okay, die letzten 5 Runden, jetzt bin ich so und so gefahren, das ist jetzt das Beste, bei dem bleibe. Mhm. Und so machst du das eigentlich Kurven für Kurven durch. Dann suchst du das Beste zusammen und bei dem bleibst du eigentlich dann. Mhm. Und versuchst dich halt dann zum Steigern. Mhm. Sei es mit neuen Reifen, sei es mit ein wenig mehr Einsatz, dann halt auch irgendwo Qualifying musst du einfach all in gehen und einen guten Rhythmus haben. Mhm. Mhm. Und ist es dann auch so, Luca, dass er sagt, wir machen da ein Puzzlespiel, wenn man sagt, okay, wir haben da einen Sektor, mit dem haben wir nicht zufrieden, an dem arbeiten wir, die anderen passen, dann konzentrierst du dann bei dem nächsten Free Practice einfach einmal auf den Sektor und lass den anderen so ein bisschen hinten rausfallen und sagst, ich schau mal jetzt, dass wir da auch gut werden? Ja, schon. Also ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass man sich irgendwo oder man neigt immer dazu, dass man da schnell fährt, wo man schon einigermaßen gut ist. Mhm. Das ist auch ein Problem. Ja. Weil wenn ich merke, ich habe Kurven, die erste Schikane muss, ich merke, ich bin da voll schlecht am Ausgang und ich fahre dann noch schneller in die ganzen schneller Kurven, dann schmeißt es mich da. Ja. Immer noch schlecht bei der ersten Schikane. Ja, dann ist die Waage halt. Dann bringt es einfach nicht. Und deswegen sollte man schon schauen, dass man hat ein bisschen so ein Gespür einfach, dass man sagt, da und da passt schon und da passt es noch nicht so. Mhm. Und dann versucht man so irgendwie. Ich finde, das vergisst man vielleicht auch gerne, oder viele Leute wissen das auch nicht. Es gibt da, eigentlich gibt es da nur Kompromisse. Also man findet nie irgendwie eine Abstimmung, eine Perfektes. Übersetzung, gibt's eine Fahrwerksabstimmung, die gut passt. Mhm. Es gibt immer einen Kompromiss für da und dann sagt man, okay, jetzt habe ich 5 Problemzonen und 4 kriegen wir weg. Mhm. Eine wird, vielleicht wird es sogar schlimmer, aber es ist einfach der bestmögliche Kompromiss und ich sage, okay, ich weiß jetzt in der Kurven, Most oder was, da gibt es auch hinten am Berg habe ich Linkskurven, da schlagt es übers Vorderrad, da chattert es und springt es. Da habe ich jetzt zum Beispiel das letzte Wochenende die ganze Zeit Probleme gehabt. Mhm. Und ich habe gesagt, okay, das hilft nicht, das geht nicht weg. Dann ist es so. Dann muss ich mir was anderes überlegen. Muss ich vielleicht fahrerisch was finden, dass ich das. Dann habe ich mir ein paar Sachen angeschaut und Linienwahl. Und irgendwann habe ich was gefunden und gesagt, hey, jetzt funktioniert es besser. Mhm. Wir können die Einstellung aber für die anderen Kurven so lassen. Mhm. Dann haben wir wieder was gefunden. Mhm. Okay. Und so arbeitet man sich da in so einem Wochenende durch. Irgendwie. Ja. Wir haben es bei TT das Gleiche. Ne? Ja. Du findest dann vielleicht, Setting war die ersten 10 Kilometer, wo sagen wir mal Highspeed-Passage waren. 10 Kilometer? Das ist ein 10.000er-Puste. Ja. Ja. Ja, genau so ist es. Ja. Also, ja. Du denkst dir dann die ersten, das funktioniert super. Und dann kommst du einmal in den sagen wir, zweiten Sektor, wo es technisch ist und teilweise nass und eng ist auch geil, und bumpy und dann passt dort überhaupt nicht. Ne? Ja, 3 Kurven. Das ist dann halt nahezu unendliche Abstimmung. Ne? Also, und das ist dann erst recht nur Kompromiss. Ne? Das glaube ich, ja. Aber wird dann tatsächlich noch viel gemacht oder sagt man dann nicht? Nein, da wird richtig viel gemacht. Richtig viel gemacht, ja. Also, und das ist dann, ich habe es drüben gelernt, die ersten 2 Jahre spürst kein Setting, weil du nur Lenkerschlangen hast, ich sag 60 Kilometer Lenkerschlangen und du brauchst dann wirklich so bei mir drüben 3 Jahre, bis du ein Gefühl kriegst, okay, wie sich ein Setting verändert, weil ein Laie kommt dorthin und der sagt nur, was ist da, da ist einfach alles scheiße, weil einfach Schuld schlagt. Ne? Das ist Wahnsinn. Aber naja, ist der ein Kompromiss. Ja. Das ist unglaublich, ja. Ja, und vor allem ist es ja auch vielleicht ein bisschen schwierig. Man hat das, ich denke, der Hobbyfahrer hat das bis hin zum Profi. Sage ich immer gern, ich weiß nicht, können Sie das bestätigen, wenn ich nicht weiß, dass es besser geht, woher soll ich wissen, dass ich gerade auf einem schlechten Motorrad sitze? Mhm. Ist das ein Thema? Wenn man jetzt halt neu, wenn du jetzt, halt, sag ich jetzt mal, aufsteigst in eine höhere Klasse, kommst von einer kleineren Klasse, gehst in eine höhere und sagst, boah, das ist eh schon brutal, ne? Weil das Moped viel mehr Leistung hat, fährt eh schon viel schöner. Und dann gibt es aber immer noch 2/3 des Fahrerfelds, das man um die Ohren fährt.
kann es vielleicht sein, dass mein Fahrwerk, mein Motorrad nicht zu mir passt, weil ich nicht weiß, dass es besser geht. Gibt es den Fall? Den Fall, ja, den Fall gibt es bestimmt auch. Ganz sicher, oder? Den gibt es sicher. Also wenn man irgendwo neu hinkommt, neue Glas, neues Motorrad, hat man oft zu viel zum Lernen, dass man dann vielleicht ein bisschen in eine falsche Richtung denkt und sagt, okay, ich muss das jetzt so abstimmen wie der Erste. Vielleicht passt das aber gar nicht für mich. Ich sitze vielleicht zufällig auf dem gleichen Moped und mache das genauso, weil da habe ich guten Kontakt oder ähnliches. Und dann sage ich irgendwann, hey, das geht einfach nicht. Ich brauche das für mich, das muss für mich passen. Das ist vielleicht oft eine bessere Lösung. Und vor allem halt auch an sich selber arbeiten. Mhm. Also man muss, ich weiß nicht, für mich war jetzt letzte Woche nicht, das ist einfach noch mal ganz was anderes. Man kommt zur WM, in der IDM, dieses Jahr, das Level ist brutal hoch, in der Superbike, in der Supersport da. Haben wir beim Paxa zum Beispiel gesehen, was der für Zeiten bei der IDM vorgelegt hat. Aber wenn man da hinkommt, dann fahren einfach 15, 20 Leute rum, die auch saugut sind. Und dann checkt man wieder Sachen, hey, wieso, das geht ja eigentlich, das wackelt, aber das ist wurscht. Mhm. Oder den Reifen kann man noch ein bisschen überfahren oder da kann man noch ein bisschen das machen. Und das sind auch so Geschichten, wo man an sich selber arbeiten muss, dass man wirklich ganz, ganz sicher ist, ich bin jetzt am Limit. Mhm. Weil das Limit ist sowieso sowas, das verschiebt sich eh immer weiter. Dann kommt wieder einer und der fährt wieder schneller. Ja, also ja. Das Limit ist eigentlich, man ist eigentlich nie ganz am Limit. Man ist mal droh, dann wieder nimmer. Und aber nicht immer überall quasi. Genau, oder wenn man immer überall ganz droh ist, dann ist man meistens auch vorne. Aber das kommt halt wahrscheinlich fast nie vor. Das ist schwierig. Ja. Ja, extrem interessant. Viele Themen, viele. Wir könnten wahrscheinlich noch Stunden, Tage uns darüber unterhalten. Ich saug das natürlich auch wie ein Schwamm, weil ich bin natürlich auch interessiert, für euch was zu lernen. Genauso wie ihr da draußen. Und wir machen das in Zukunft auch noch öfter. Und wenn jemand von euch gerne hier in unserer Runde, die hier demnächst wieder stattfinden wird, mit weiteren Fahrern aus der IDM, Supersport, WM und auch WSBK. Wenn jemand von euch da gerne mal dabei sein will und sich da den Profis mal ein paar Fragen stellen will persönlich, dann schreibt es doch bitte gern in die Kommentare, einfach in dieses Video hinein. Ich will dabei sein und dann sortieren wir jemanden aus, suchen einen durch ein Zufallsprinzip aus, der hier von uns eingeladen wird und mit dabei sein darf und kann. Ich bedanke mich bei euch allen hier herzlich fürs Vorbeischauen, hat mich riesig gefreut. Immer gerne. Danke an euch, an die Partner auch, die das ermöglichen, an eure Sponsoren. Da muss man sehr viel Dankbarkeit zeigen, dass es so tolle Leute gibt und auch den deutschen Motorradmotorsport und den österreichischen Motorradsport wieder auf Vordermann bringen und wir so eine tolle Truppe haben und noch viel, viel mehr nachkommt. Also bedanken wir uns auf jeden Fall fürs Zuschauen. Gebt gerne einen Daumen hoch für dieses Video und abonniert natürlich auch gerne den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.